ihr Freunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. So Freunde, was haben wir heute hier auf dem Gabentisch? Zum vorletzten Mal die Bergbrauerei aus Baden-Württemberg, mitgebracht vom lieben Harry. Gruß geht raus an der Stelle. Und nun kommen wir zu dem Bier, auf das ich mich auch am meisten gefreut habe. Das Bier, was mir am meisten angespoilert, angeteased worden ist, weil das so was ganz Besonderes ist und richtig lecker. Und ich bin mega gespannt, was da jetzt gleich auf uns zukommen wird. Und ja, ihr wisst ja, ich bin ja immer mal ein bisschen verwirrt auch manchmal, ne, und verpeilt unterwegs. Deswegen diese Sachen, die ich euch angesprochen habe, das heißt die Fotos und das Video und alles, was da so gibt, das habe ich jetzt und ich darf das wohl auch von rechtlicher Seite her benutzen. Der liebe Harry, der hat mir das da alles abgesegnet. Da habe ich mir aus der Dropbox da mal rausgeholt. Hätte ich auch gleich denken können, dass es in der Dropbox drin ist. Aber naja, Bierwürfler ist manchmal verwirrt. Deswegen, Freunde, bleibt bitte bis zum Ende dieses Videos dran, weil im Anschluss dieses Videos wird es noch ein paar Impressionen geben in Form von Fotos und ein Video, da wo die da rumgewuselt sind in der Bergbrauerei. Richtig schön, richtig atmosphärisch und vor allen Dingen auch interessant, weil dann habt ihr mal so eine kleine Verbindung, nicht nur einfach ein Biertest, sondern dann seht ihr auch mal, wie das da so aussieht und was die da so machen in der Brauerei. So ein Brauereiladen und so auch. Tolle Sache. Ja, ja, so, also, jetzt haben wir hier drei Korn Hefeweizen. Ja. Drei Korn Hefeweizen. Drei Korn, was könnte das bedeuten? Ja, ich denke mal vom Malzkörper her, ne? Da werden drei verschiedene Getreidesorten drin sein. Das ist jetzt erstmal nicht so was Neues. Das hatten wir ja zum Beispiel auch schon bei Störtebecker Brauerei gehabt. Ne? Bei dem ein oder anderen Craftbier hatten wir tatsächlich auch schon mehrere, ja, Getreidesorten drin gehabt. Das ist jetzt nichts Besonderes. Aber das Besondere soll tatsächlich das Aroma sein. Lesen wir mal vor. Verzeihung. Also, wir haben erstmal, ja, für ein Weizenbier braucht man Weizenmalz. Ne? Ist klar. Also, der ist ja schon mal reingepackt worden. Erstmal, das ist jetzt auch erstmal nichts Spezielles. Das ist eigentlich in dem Bier drin irgendwie auch. Und dann haben wir noch neu Dinkel. Dinkelmalz. Das ist tatsächlich neu. Wir hatten schon Hafer gehabt. Also wir hatten Emmer hatten wir gehabt. Also wir hatten schon ganz verrückten Sachen da alles. Aber Dinkel kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Ich glaube, ein Dinkelbier oder Dinkelmalz in einem Bier hatten wir, glaube ich, nicht. Ich bin mega gespannt. Ich weiß noch nicht mal, ob ich in meinem ganzen Leben überhaupt schon mal ein Dinkelbier getrunken habe. Dinkel ist Dinkel. Da muss man immer so ein bisschen so an die Ökos auch denken. Ne? So, kann das sein? Dinkelkissen und so. Aus dem Naturshop. Naja, warum nicht? So, Hopfen ist natürlich noch drin und Hefe ist drin und aus ökologischem Anbau. Also müsst ihr euch so vorstellen, da sind dann drei so eine riesen Acker. Dann fährt dann der Trecker rüber. Alles so ganz richtig cool geebnet da und abgemäht. Und dann packt er das da alles da rein. Und einmal umgerührt und dann hast du halt so ein Dreikornhefeweizen. So ungefähr funktioniert das. Finde ich gut. 5,1% Umdrehungen haben wir da drin. Und ja, ich bin mega gespannt, Leute. Ich traue mich das gar nicht aufzumachen, weil ich mega gespannt bin. Aus EU-Landwirtschaft. Stammwürze 12,7% und 5,1% Umdrehungen. Ja, kommt jetzt in so einem ja, weinrotem Etikett daher, ne? So wie der Berg hier auch. Ne? Euroflasche und hier oben ist wieder so diese Banderole, die da nur so raufgeklebt ist. Also keine gedruckten Kapseln. Wollen wir mal aufmachen? Ich habe ein bisschen Angst, ich habe es liegend gelagert. Nicht, dass es wieder eine Überschwemmung gibt wie gestern. Ich bin ganz vorsichtig, komm. Okay. Oh, es ist offen, Freunde. Es ist offen. Ich bin mega gespannt, ich bin mega gespannt. Also, fangen wir mal an hier. Entspannungsverdampfung kommt raus. Ja, ist ein kleiner Auspuff, sieht gut aus. Oder würde ich sagen, lassen wir mal laufen. Wie wollen wir das laufen lassen? Machen wir eine Spirale rein oder nicht? Auf dem Kanal hier machen wir so oft Spiralen, also voll rein damit. Schön den Flaschenhals ins Glas, schön ziehen. Und dann kunden wir uns gleich eine richtig fette Spirale raus. Ich versuche mal so ein bisschen auch an Schaum noch zu produzieren, weil es einfach optisch auch schöner aussieht. Reicht das schon? Nee. Okay, also... Oh, das wird schwierig mit einer Spirale. Das ist so trüb, Leute. Da ist so viel Hefe drin. Das wird wirklich schwierig, aber ich versuche es trotzdem. Vielleicht gelingt uns. Bis jetzt haben wir ja wirklich immer gut abgeschnitten mit unseren Spiralen. So, ich gebe mir Mühe. Und los geht's. In die Mitte, wurde neulich gefragt, also wenn ihr in die Mitte geht, also immer vom Außenrand bis in die Mitte, dann wird es so meistens am besten. Aber wie gesagt, das hängt immer davon ab, wie weit die Hefe verteilt. Naja, man sieht es nicht richtig.
Weil das, also das ist schon fast wie ein Kösslaner, ne? Das ist fast wie ein Kösslaner. Das ist dermaßen trüb. Ja, Spirale sieht man nicht. Das ist wirklich eher eine richtige Nebelwand. Schaut euch das mal an. Das ist richtig saftig. Und ich kann jetzt so schon sagen, hier gibt es eine Konkurrenz. Eine ganz klare Konkurrenz. Kann man nur ein bisschen Werbung machen nebenbei. Sieh mal Radio, Gruftklang. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Bei Konkurrenz. Und zwar, wenn ich das Bier hier so sehe, da fallen mir sofort drei Biere ein. Einmal Kösslaner, einmal Grünbacher und einmal Huber. Huber 2021. Also ganz aktuell, was die Saftigkeit angeht. Und das ist wirklich saftig. Das ist genau das Gegenteil von dem Erdinger, Freunde. Das ist genau das Gegenteil. Ari macht ja die Stöpsel ins Ohr rein, ja. Aber der kennt den Spaß, der weiß ja, was ich meine. Nee, er sieht ja selber den Unterschied. Er mochte das übrigens. Ja, Freunde, also fangen wir mal an. Blume, ja locker. Wären wir jetzt beim normalen Weißbier-Einschrank, würde ich sagen, 2 bis 4 fingerbreite Blume. Feinporig, cremeweiß das Ganze. Hält locker 90 Sekunden durch. Und was ich da so sehe... Ganz klar, gibt sich als Bier zu erkennen und es sieht wunderschön aus. Das sieht wirklich wunderschön aus und das sind diese saftigen Sachen, die ich so mag, ne? So muss ein Weißbier aussehen, Freunde. Das ist ein Traum, das ist ein Traum. Das ist ein Traum, Leute. Schaut euch das mal an, wie die Hefe darunter sackt. Ja, das ist ja Wahnsinn. Absolut Wahnsinn. Da kannst du nicht durchgucken, das ist hundertprozentig blickdicht. Das ist Biersaft. Ja, das ist so eine Farbe, das ist so eine helle Erdfarbe mit ein bisschen Orange drin. Also durchaus so wie ein ja, schönes Weißbier sein soll. Hier unten, wo sich das Glas verjüngt, da kennen wir auch noch diese ja, eher feinere Karbonisierung, Perlange. Ja, ganz sachte sehe ich sie hier noch am Glasrand. Genau so stelle ich mir ein Weißbier vor. Super. Absolut super. Wenn es jetzt nur noch 7 Punkte geben würde für die Bewertung, also eine Ultra-Krone-Bewertung, dann würde ich hierfür jetzt für die Optik, für die Ästhetik 7 Punkte geben. Ohne Scheiß, Leute. Das ist hier ganz weit oben, oberste Liga in Deutschland. Nur vom Aussehen jetzt, also nur von der Optik her. So Bier habt ihr selten im Glas. Ja, also das ist wirklich Oberliga hier. Und aus dem Grund ganz klar, 6 von 5/6 möglichen Punkten. Das ist wirklich Optik, Ästhetik. Selten, dass wir sowas Hübsches im Glas haben, weil es einfach trüb ist. So muss das sein, so muss das sein. So waren übrigens früher die Biere gewesen, ja. Wo ich immer gesagt habe, so Steinzeit und so, ne, Mittelalter. Genau so war das früher. Manchmal haben sie auch Ziegenmilch reingemacht, da haben sie früher gemogelt, ne. So, trüb und so ein bisschen Ziegenmilch rein. Hatten wir schon mal thematisiert, ne. So, ja, also komm, jetzt bin ich gespannt, wie das riechen tut hier. Mhm. Ja, das hätte man sich vermutlich auch denken können. Ne? Also es sind hier 2 Komponenten, die erstmal sofort in die Nasenflügel aufsteigen. Vom Bouquet selbst her natürlich selbstbewusst, deutlich wahrnehmbar, sehr präsent, steht im Rampenlicht. Und ja, 2 Komponenten. Das eine ist natürlich die Hefe, die kannst du nicht verstecken. Hefe hat einen sehr intensiven und einen sehr eigenen Geruch. Ich sage immer wieder, jeder, der schon mal eine Pizza selber gemacht hat, da so einen schönen Mafia-Lappen halt, ne? Schönen Ofen rein und dann riechst du das und dann, oh, Hefe, ne? Ein Brot backen oder was. Oh, Hefe, oh, schön. Und genau sowas riechst du hier auch raus. Und genau so muss das auch sein. Profis können übrigens die Hefesorten auch noch herausschnuppern oder so, wie viel da drin ist und so. Das kriege ich nicht hin. Das kriege ich nicht hin. Ich kriege nur hin, ob es gut riecht oder nicht gut riecht. Und das hier riecht richtig gut. Richtig ordentlich nach Hefe. Das ist eine richtige Hefebombe hier, du. Wie gesagt, ich glaube, das kann mit dem Kösslaner locker mithalten. Locker. So, und dann hast du natürlich auch noch diesen Malzkörper, das ist klar, der bringt auch nochmal so ein bisschen sowas Karamelliges mit, das ist so durchaus was Liebliches. Lieblich nussig. Ja doch, obwohl, dieses Bananige ist auch da, aber das ist so geruchsintensiv. Also wenn das jetzt so schmeckt, wie es duftet und wie es aussieht, also ich glaube, dann müssen wir dann in der Top 10 Liste noch ein bisschen noch Platz machen, ne? Kann das sein? Freunde, ich habe jetzt richtig Bock. Ich habe jetzt richtig Bock. Ich glaube, ich fange schon an zu sabbern. Ja, also richtig krass. So, Freunde, ihr Lieben, jetzt müssen wir. Komm, genau. Zum Wohle. Auf euch. Auf das Bier und auf den Genuss. Jetzt bin ich gespannt. Abgefahren. Ja.
Aha. Das ist Dinkelmalz. Mhm. Interessant. Ich bin ehrlich, mit verbundenen Augen hätte ich es, oder wenn ich es nicht wüsste, ich jetzt glaube ich, eher, obwohl ich hätte rausgeschmeckt, dass da irgendwas anderes noch drin ist, aber ich hätte jetzt nicht auf Dinkel gekommen. Wie schmeckt denn Dinkel überhaupt? Habe ich überhaupt Dinkel überhaupt mein ganzes Leben gegessen? Steht doch Dinkel drauf, oder? Also Weizen und Gerst ist ja klar, also neu dazugekommen ist Dinkel, also dann ist das Dinkel. Also sieht aber was ganz anderes als Roggen, ne? Weil Roggen wieder so ein bisschen stumpfer daherkommt und das ist eher so ein bisschen nussiger, würde ich sagen. Kann das sein, dass Dinkel nussig ist? Das kommt hier so ein bisschen Schulz, so ein bisschen nussig. Oh, Freunde, das ist aber sau schwierig jetzt. Oh, das wird schwierig. Das wird schwierig. Das hat mir aber eine Herausforderung gegeben, du. Geil. Eigentlich könnte ich das Video jetzt schon abbrechen, aber mache ich nicht. Das wird ein längeres Video, Freunde. Hm. Also, fange ich mal an. Ganz klassisch. Fangen wir mal an mit den Attributen. Wo bewegen wir uns hier? Gemütliches oder eher ein dynamisches Bier? Ganz klar gemütliches Bier. Vergisst es, dieses Bier hier als dynamisches Bier zu bezeichnen. Ja, manche Weißbiere sind biergartentauglich, zweifelsfrei, möchte ich nicht abstreiten. Aber hier ist so eine Aromavielfalt drin. Das sind Biere oder das ist ein Bier, wo ich immer Aromaspitze, ne? Die ich immer fordere, die ich immer einfordere. Hier sind sie jetzt im Glas drin. Das ist für mich ein Paradebeispiel von Aromaspitze. Und genau das mag ich auch. Deswegen ganz klar gemütliches Bier. Für die, die es nicht wissen, was bedeutet das? Das bedeutet kleinere Schlucke nehmen, bisschen länger im Mundraum behalten, vielleicht ein bisschen mit der Zunge rumspielen und dann wirklich Temperatur anziehen lassen und sich auf die Aromen, auf die feineren Aromen konzentrieren. Dann wirst du nämlich wirklich belohnt und da steckt einiges drin. Ich gehe so weit, dass ich sage, ja, das ist mal ein Weißbier, was ein bisschen ja, komplexer daherkommt. Ne? Schöne Komplexität, die da drin ist. Da sind einige Aromen, die teilweise auch aufeinander liegen. Das merkst du auch auf der Zunge. Und das ist ja spannend. Aber trotzdem vom Aufbau her traditionell. Also ganz strikt. Da ist jetzt nichts, wo ich sage, okay, das ist jetzt schon so ein bisschen Craftbier, sowas total Verrücktes. Absolut nicht. Das geht hier ganz normal den klassischen Weg, aber eben mit einem eigenen Profil, mit einem eigenen Charakter. Ich glaube, das ist ein sehr charakterstarkes Bier. Als das würde ich es gerne bezeichnen wollen. Deswegen behandelt es bitte als gemütliches Bier. Das ist zu schade, einfach wegzuexen, ja, oder um sich hier wegzulöten oder so. Das ist was zum Genießen. Aber da kannst du auch manchmal mehr Flaschen von genießen. Ja, das ist jetzt nicht so ein Bier, dass du sagst, so komm, eins reicht, sondern da kannst du auch tatsächlich 5 Flaschen trinken oder so. Ja, das geht. Kann man machen, muss auch Wochenende machen oder so. Ne? Oder nimmst du mal einen Tag Urlaub oder machst du Urlaub auf Gelben oder so. Habe ich das gerade gesagt? Oh, hoffentlich guckt der Chef nicht zu. So, ja, so ungefähr. So, wow, wow, wow. So, und jetzt nehmen wir das Ding mal richtig auseinander. Ja, komm. Ich fange auch mal erstmal wieder an, weil es gehört einfach dazu. Das Wasser ist wieder Süddeutschland typisch, richtig weich, richtig samtig. Toll, Baden-Württemberg, super Wasser. Passt. Ich kann ja sagen, Bierwasser, ja, das ist richtig schön. Angenehm im Mundraum. Dann wirkt dieses Bier nicht so gehaltvoll, wie man vielleicht denken mag. Das ist auch so der erste Eindruck, den ich dachte, oh, das wird jetzt bestimmt richtig gehaltvoll, ne? So richtig wuchtig. Aber das ist es nicht. Es ist nicht wuchtig. Es sieht so aus, es riecht so. Man könnte auch bei den ersten 2-3 Schlucken denken, okay, ja, das ist so richtig extrem so, ja, dass man sagt, oh, das ist ein halbes Mittagessen da drin. Aber das ist es gar nicht. Es ist trotzdem, ja, ich sag mal, ein Durchschnitt. Ja, das ist jetzt auch nicht so ein total leichtes, schlankes Weißbier, sondern ein schöner Durchschnitt, würde ich sagen. Hm. So, dann kommen wir mal auf das Wichtigste zu sprechen. Das ist nämlich der Malzkörper, besonders hier mit diesem Dinkel, mit dieser Dinkelgeschichte. Ich weiß jetzt dummerweise nicht, wie Dinkel schmeckt. Ich weiß auch nicht, ob ich beim ganzen Leben überhaupt schon mal Dinkel gegessen habe. Aber ich glaube, es ist eher so ein bisschen, dass das nussiger rüberkommt. Weil der Roggen, das haben wir schon mal ein paar Mal probiert. Und Roggen ist immer so ein bisschen, ich nenne es mal mehlig vielleicht. So ein bisschen rauer, stumpfer, mehlig. So, das geht so in diese Richtung. Gerstenmalz ist klar, das kennt man. Das hat man ja alltäglich im Bier drin. Und Weizen ist auch normal. Das ist immer so ein bisschen lieblicher, ein bisschen milder ist. Da kommt der Weizenmalz daher. Ne? Und bei Roggen hatten wir schon, Emma hatten wir auch schon gehabt. Das ist auch nicht, also Dinkel, da ist wie gesagt, da weiß ich nicht, aber ich vermute mal, das wird dieses Nussige sein. Also da kommt irgendwie so eine nussige Komponente aus dem Malzkörper raus. Aber schön abgestimmt. Nicht so, dass ich sage, es ist intensiv oder aufgesetzt, erzwungen oder so, sondern das passt einfach. Das passt gut zusammen. Das ist wunderbar. Also ganz, ganz toll ausbalanciert.
Ja, hätte man sogar noch kräftiger machen können. Also das würde gehen. Also da ein paar Schippen mehr drin oder so, passt schon. Kann man machen. Kein Problem. Das Bier wird es endlich verzeihen. Würde funktionieren. So, dann kommen wir mal zu der Komponente Fruchtkörper. Beim Weißbier ist klar, da spielt ja immer diese Banane eine Rolle. Und da ist immer die Frage, ist es eine überreife Banane oder eher irgendwie naja, noch eine grüne? Ne, das ist ja, wo ich immer sage, im Discounter, da finden wir ja meistens immer so diese überreifen Bananen. Das ist dann auch meistens immer ein bisschen süßer. Und dann gibt es dann halt auch schon so bei, ja, schon so der, also überm Industriestandard hinaus, da gibt es dann halt auch schon manchmal so ein bisschen was Spezielleres, was nicht ganz so süß ist, ne? Vielleicht so ein bisschen Säure noch mitbringt, hatten wir auch schon gehabt. Hier würde ich sagen, hält sich das so wirklich die Waage, es ist jetzt nicht süß oder so, du hast halt schon so dieses Bananige auf der Zunge und das wirst du auch tatsächlich sofort herausschmecken, ja, das ist ein Weißbier, ne? Das hast du einfach auf der Zunge drauf, das ist so... Das ist es. So, dann haben wir noch hinten die Hopfenfloralität. Wie sieht es da aus? Weißbier typisch. Muss der Hopfen nicht zwangsläufig irgendwie in Erscheinung treten? Ja, es gibt viele Weißbiere, die das tun, dass man dann auch merkt, okay, da ist so eine leichte Herbe drin oder so. Ich vergleiche das immer ganz gerne so, ja, das schmeckt halt nach Bier, weil es ein Bier ist. Ne? Weil wenn da irgendwelche Experten ankommen, ja, da ist doch hier Weißbier und dann ist ja dann so und so ein Hopfen und dann ist da Hopfen und dann ist da nochmal Hopfen, dann sage ich immer, ja, ja, hier, genau, da ist ein Bier. Ne? Deswegen, Bier haben wir Hopfen halt, ne? Also, was los? Also von daher passt schon. Alles richtig gemacht. Sehr charakterstark. Eindeutiges Profil und ganz, ganz weit oben. Und ich habe schon viele Weißbiere getrunken. Also das ist wirklich, das ist hier eine Liga mit dem Kösslaner. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das hält mit dem Kösslaner locker mit und mit dem Grünbacher. Brauchst du dich nicht verstecken, ne? Ist die Frage, wie wollen wir das natürlich einordnen, weil die gerade von mir genannten Grünbacher, Kösslaner, und auch Huber sind alle klassisch gebraut. Ne? Ganz normal mit ja, Gerstenmalz und mit Weizenmalz, also natürlich kein Dinkel drin. Ne? Das wäre jetzt hier so ein Fall wie mit der Störtebecker Brauerei, wo er dieses Roggenweizen da halt hat, ne? Diese Geschichte. Das wäre jetzt auch sowas Spezielles wieder, da gibt es nicht ganz so viele Biere von. Weiß ich nicht, ob wir da mal eine Top 10 machen können, ob es noch mehr Brauereien gibt, die dann halt diese genau diese drei Getreidesorten verarbeiten. Ja, das ist jetzt so eine Frage. Aber ich würde es trotzdem in so einer Gesamtliste, würde ich es gerne mit hinzuzählen, ja, und da spielt es eben mit diesen drei, mit der Top 3, ja, wo ich sagen würde. Und da bin ich ehrlich, Leute, das ist einfach auch, weil viele ja immer sagen Aienger und so, aber ich sag ganz ehrlich, also wenn du das jetzt hier mit einem Aienger vergleichst, das würde ich sogar blind, wenn du das jetzt hier mit einem Aienger vergleichen würdest, das ist also die Welten zwischen, das ist ja saftig, Leute, das ist Biersaft, das macht Spaß zu trinken, das macht so einen Spaß zu trinken, das glaubt ihr gar nicht. Jetzt ist die Frage, ob es hier was zu kritisieren gibt. Ja, das ist Glas gleich alles. Metal, Alter. Geil. Ich bin fröhlich. Lasst mich fröhlich sein. Ich bin einfach fröhlich. In letzter Zeit. Vielleicht liegt es daran, dass ich so viele gute Biere aus der Bergbrauerei getrunken habe. Vielleicht bin ich deswegen neuerdings so fröhlich. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Wenn das Video zu lange wird, dann machen wir ein extra Video mit den Impressionen aus der Bergbrauerei. Ich krieg mich ja nicht mehr ein hier. Ich krieg mich wirklich nicht ein. Das ist ja lecker. Lecker. Also, ich mach's kurz und schmerzlos. Leute, drei Korn Hefeweizen aus der Bergbrauerei. Absolute Oberklasse. Schmeckt. Wer das Kösslaner kennt, wer das Grünbacher kennt, wer Huber kennt, der wird wissen, hochwertige Biere, das hier kann locker damit halten. Das heißt, es ist ganz, ganz weit oben und aus diesem Grund bleibt mir gar nichts anderes übrig. 6 von 5 / 6 möglichen Punkten hat absolut meinen Nerv getroffen. Absolut meinen Nerv getroffen. Krone-Bewertung. Hat Harry recht gehabt und auch viele andere, mit denen ich schon gelesen habe, ne, wo sie geschrieben haben, die haben das getrunken, die haben auch gesagt, krass lecker. Ist geil. Was ist das Besondere? Vielleicht, gut, Dinkel könnte ich jetzt sagen, ist Besondere, aber sind wir mal ganz schlicht, wenn mich jetzt einer fragen würde, ja gut, Biersüffler, komm, erklär mal nochmal schnell, was ist eine Besondere? Wo hebt denn sich das ab? Ich würde sagen, das hebt sich dadurch ab, dass viel drin ist. Es ist ein sehr komplexes Bier, aber es wirkt nicht aufgesetzt. Und das ist, glaube ich, das, was dieses Bier ausmacht. Das ist einfach, ja, das ist halt nicht wuchtig. Es ist halt sehr gehaltvoll, aber es ist nicht wuchtig. Es ist viel drin zu entdecken, aber es wirkt nie in keinster Weise, weder beim Antrunk, noch im Körper, noch beim Abgang, dass du sagen würdest irgendwie,
Ja, das geht mir auf den Sack oder so, weil das ist ein Aroma, was zu doll im Vordergrund steht oder so. Die Textur ist nicht richtig harmonisch, ist nicht gut ausbalanciert. Das ist alles nicht. Das ist einfach Perfektion. Und Perfektion ist nun halt Perfektion. Ja? Das ist, kannst jetzt nichts machen, das ist einfach gut. Und aus dem Grund ganz klar Krone-Bewertung. Habt ihr gut gebraut, Freunde. So, und wenn dieses Video jetzt nicht zu lang gehen sollte, dann gibt es jetzt gleich im Anschluss noch Videos und ein paar Fotos als Impressionen aus der Werkbrauerei. Und ansonsten, falls dieses hier schon zu lang gehen sollte, dieses Video, dann wird es das extra geben, aber das werdet ihr dann auf dem Kanal bemerken. In dem Sinne, ciao, euer Biersüffler.